Und ein herzliches Willkommen bei der nächsten Episode von Wild Heart. Wir gehen jetzt auf die nächste Mission. Habe ich mir vorgestellt. Nicht hier. Wir machen noch die kleinen Missionen fertig. Hier. Das sollten wir easy schaffen. Und dann geht es gleich weiter. Dann geht es zu dem bisschen härteren. Weil das ist jetzt wahrscheinlich noch ein easy Kampf. Dann machen wir, wenn er zu schnell ist, noch ein Multiplayer-Match. Weil das mache ich hier easy. Nein, das wollte ich nicht. Okay. Wo ist das überhaupt? Wieder da drüben? Sag jetzt nicht, dass das wieder das Schwein ist. Weil das ist lame. Ah, das Essen da. Dann gehe ich lieber hier lang. Das ist auch noch relativ viel. Da oben ist garantiert was drinnen. Ich habe doch jetzt gerade was gehört. Ja? Ich denke immer, dass hier das irgendwo... Hier ist nichts. Schade. Okay. Was ist da drüben? Nein. Ist das ein Lavarücken? Ist das jetzt ein Eisrücken? Na? Let's go! Okay. Lavarücken mag ich nicht. Hinten rein. Das ist immer noch ein Lavarücken. Das sind aber blaue Flammen. Hohoho. Hä? Wo ist er hin? Lol. Okay. Das ist ein harter Brocken. Oh. Lukas hat was gerissen. Okay, ich dachte... Wow! Das bitte. Ich bin beeindruckt und Lukas ist gerade richtig gut. Also unser kleiner Roboter, der rettet mir die meiste Zeit.
Hey, danke! Autsch. Wo ist jetzt lang? Da oben, okay. Wir teleportieren uns mal darauf. Alter, ist der geil! wir werden hier jetzt wahrscheinlich nicht mehr herkommen. Egal. Heilung sollten wir genug haben. Ja. Da fliegt ein düster Schnabel. Wo ist er denn? Ich hätte das Upgrade holen sollen, dass ich schneller fliegen kann. Aber dann genießen wir mal. Es sieht schön aus hier, ne? Da haben wir gegen den Fuchs, gegen den Wolf gekämpft. Das ist eine einsame Hütte. Das ist eine Kugel. Bei der einsamen Hütte. Ist hier vielleicht auch irgendwo eine Kugel? Auf einem Dach oder so? Da könnte ich hingehen, falls ich... In der Luft? Wieso kriegt er wieder? Okay, das war perfekt. Das war ein kleines Stück zu früh. Das war zu früh, viel zu früh, viel zu früh. Knapp wieder. Das war wieder das Verzögerte, mit dem ich nicht so klar kam. Nein. Oh, ich wollte jetzt auf den Arsch springen, irgendwie ist es gegangen. Was denn? Als hat das gewusst. Weg hier! Ah, genau rein! Komm, komm, komm! Ja, das kriegen wir! Raus damit!
Okay. Das ist jetzt wichtig. Dass ich das abgetrennt habe. Au. Oh, macht der Lavarücken gerade Spaß. Ui. Habe ich alles? Ja. Wo ist er denn hin? Da hinten. Hier ist irgendwo was. Wahrscheinlich unter der Brücke, oder? Ja, ich lasse das mal. So, ein blaues Eichhörnchen. Mit Blueberries. Das nehme ich. Okay, das geht nicht. Oh, hier ist ja schön. Nein, ah, das war so ein verzögertes Ding. Ah, nee. Ich auf Glück gehe? Wieso das denn? Nein. Okay, bist du noch da? Nein. Okay. Ist er dann? Ja. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ah, wieder ganz knapp. Ich brenne? Hat es geschafft, dass ich brenne. Dass er mit dem nicht trifft. Natürlich, jetzt trifft er. Locken? Nein. Da geht er auf Lucky los. Oh. Ja, er trifft mich hier nicht. Nein. Ah. Der erste Schlag hat mich nicht getroffen. Er ist auch langsam aus der Puste.
Natürlich verschwindet er gleich wieder. Unterirdisch. Hm? Wo willst du denn hin, Kleiner? Na? Der Kampf gegen den ist jetzt aber interessant. Huh. Bin ja ganz nervös. Weil der gibt mir schon ordentlich Kontra. Ich habe ja gewusst, dass wir nicht gleich die überstarken Monster besiegen sollten. Ich habe auch noch nicht alle Karakuri freigeschalten, wie es ausschaut. Da fehlen noch einige. So. Wollte. Komm, das kriege ich. Nein. Aber ich brauche so Materialien. Lol, das war nicht geblockt. Ja! Na, blauer Affe. Wie fühlt sich's an? Von mir besiegt zu werden. Oh. Oh. Bye bye. Verzeih. Ah, schön. Schön, Leute. Das war richtig schön. Wir haben den Affen besiegt. Geruch eines Glutlava-Rückens? Oh, hallo. Euch habe ich nicht erwartet. Ich dich auch nicht? Ah, ihr seid es. Ich habe mich schon gefragt, wer da ist. Was macht ihr hier? Ich habe nach etwas gesucht, aber leider ohne Erfolg. Hier ist es eiskalt und wilde Kemono sind in der Nähe. Ihr solltet wachsam bleiben. Ach nö. Aber so wie ich das sehe, habt ihr das Stärkste von ihnen schon erledigt. Ja, habe ich mit meinen eigenen Händen getötet. Ah, ja. Der war anspruchsvoll mit dem neuen Movement, dass er einfach so verschwinden kann. Entschuldigt meine Abwesenheit. Ich hoffe, ich habe euch keine Umstände gemacht, Ujishige. Keine Ursache. Sicher nicht. Die Karakuri halten den Laden ohne Probleme am Laufen. Mir ging es nur um deine Sicherheit. Ich bin heute tatsächlich einem Kemono begegnet, aber ich habe es gerade noch überlebt. Wieso verlässt du immer wieder die Stadt? Und ausgerechnet, um zu den Schlossruinen zu gehen. Dort ist es gefährlich. Ich suche nach etwas. Nicht Kemono-Material. Nichts Wichtiges. Aber ich will dabei niemanden in Gefahr bringen. Du suchst nach etwas? Beim Schloss? Bitte macht euch keine Sorgen um mich, falls ich nicht da bin. Das Badehaus kann sich alleine um seine Gäste kümmern. Hat er ja gesagt. Darauf ist Verlass. Danke übrigens. Ihr seid wirklich eine ausgezeichnete Jägerin. Ich muss jetzt ein bisschen aufräumen. Also...
Ah ja. Was ist mit ihm los? Keine Ahnung. Er zieht halt sein Ding durch. Gut, Leute. Dann haben wir das wieder geschafft. Und ich würde das jetzt als eigene Folge, glaube ich, schon betrachten, oder? Oder haben wir hier noch irgendwo eine Mission zum Annehmen? Da drüben. Dann nehmen wir die auch gleich noch an. Hier, oder? Hier oben. Jo. Hier. Da oben wird das sein, vermute ich. Schön, euch gesund und munter zu sehen. Was gut für die Bevölkerung ist, ist gut für die Stadt, sage ich immer. Die Tsuruhashi haben Minatos Handwerkerzunft neues Leben eingehaucht. Nach dem Amaterasu-Vorfall ziehen beim Wiederaufbau alle an einem Strang. Diese Rem ist eine Naturgewalt, nicht wahr? Mhm. Sie sagte mir, dass sie als nächstes die Lagerhalle wieder aufbauen möchte. Ja, alles scheint seinen Gang zu gehen. Und doch gibt es da eine Fliege in der Suppe. Einige der Materialien, die wir benötigen, treffen nicht ein. Anscheinend ist der Grund dafür ein Kemono bei der Festung Fuyufusagi. Ist ja immer ohne Kemono. Ohne diese Materialien wird die neue Lagerhalle wohl niemals fertiggestellt werden können. Würdet ihr das Kemono jagen, das dafür verantwortlich ist? Die Situation ist auch ohne dieses Ärgernis schon schwierig genug. Unsere eigenen Handwerker und die des Tsuruhashi-Clans arbeiten gerade so gut zusammen. Ich will nichts dazwischen kommen lassen. Verstehe. Dann werden wir ihnen wohl helfen müssen. Ist noch etwas? Nö. Doch da. Lol. Nö. Hä? Doch da oben. Ich vermute mal, dass das da oben ist. Da ist noch eine Questmarkierung. Ich vermute, die ist da hinten oben. Diesmal nicht bei der Lady da. Ja. Nicht runterfallen. Ja, sie kann schön singen. Genau vor mir? Nö. Du bist es nicht. Vielleicht da oben. Kann auch sein. Hm? Nö. Hm. Hier unten? Wirklich? Trotzdem, aua. Hier drin wahrscheinlich. Ja, oh. Du hast eine Mission für mich. Ankunft der... Ihn haben wir ja gerade gerettet. Könntet ihr mir einen Gefallen tun? Mhm. Warum nicht? Danke. Ich hätte gerne, dass ihr etwas für mich findet. Eine Bombe? Ja, genau. Ich brauche eure Hilfe. Für Jäger ist das vielleicht eine etwas unübliche Aufgabe, aber ich glaube nicht, dass ich sie jemals alleine finden würde. Eine Jägerin mit euren Fähigkeiten hat da bessere Chancen, denke ich. Okay. Es ist eine Halskette mit dem eingearbeiteten Fell eines Kemono. Sie sollte irgendwo im Schloss Otsuki sein. Entschuldigung, ich meinte die vereiste Festung. Niemand nennt sie mehr bei ihrem einstigen Namen, oder? Ich kann mir gut vorstellen, wo sie sein könnte. Ich habe den Ort auf eurer Karte markiert. Verstanden. Seid aber vorsichtig. Man sagt, Kemono haben sich in diesem Schloss eingenistet. Ach was.
Wahrscheinlich Wölfe. Vielen Dank für euer Hilfsangebot. Okay. Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Dann war's das mal für diese Folge. Vielen Dank, lasst ein Like da und ein Abo. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ciao, ciao. Hab euch lieb.